Und was? Okay, erstmal gewonnen scheinbar. Gut, Stufe 10, ich komme langsam voran. Ja, das ist gut. Ja, wieder alles geschafft. Wow, scheinbar bin ich gerade gar nicht so schlecht. Das freut mich. Bin ich ja ganz zufrieden damit. These attacks of yours would barely hurt a fly. Was all that bravado just for show? Tja, übrigens, ihre Peitsche sieht aus wie so eine rote Lakritzstange, ich weiß auch nicht. Also. Or maybe you're pulling your punches so you don't hurt your friends. Look, I'm wide open now. Why not strike me down? Ach, Futaba, das bist nicht du, die das sagt. Offensichtlich. Was machst du da? Was ist los mit dir? Na, wir wissen doch, was mit dir los ist. Also. Tja, diese Hexe auch. Also, Morgana, mir gefällt nicht, wie du mit Lady Anne sprichst. Also, ich dachte eigentlich, du bist ein bisschen anders drauf, aber scheinbar nicht. Uiuiui. Oh, jetzt kommen die Großen. Wie spreche ich den denn? Achso. There must be some way to escape. There must be some way to escape. Wir müssen doch irgendwie entkommen können. So redet er. Oh Gott, ich bin Politiker, hallo. Ich habe nur rum und mach nichts. Wow. Was bist du für ein Arschloch? Ich meine, gib uns mal ein bisschen Motivation hier. Ich meine, ach naja, gut. Wir schaffen das schon. Wir kriegen das schon hin. Ja, wir gewinnen. So. Brainwashing or domination, it's better than dying. Hey, it's Toshiro, right? Du bist voll eine Lutscher, das wollte ich dir mal direkt ins Gesicht sagen, wirklich. I definitely agree that things are looking bad, but it's not over for us yet. Du könntest ja auch mal was machen oder so. Vielleicht erweckt er auch noch eine Person, aber man weiß es ja nicht, ne? As long as we have hope, then we fight. Even if we have to crawl our way to the end, oh yeah. We fight. Jetzt wird es aber motivierend hier, ja? When you refuse to stand up to injustice, you become complicit. Oh. Ja, oh, ouch. Kopfschmerzen. Bist du was? Bist du was? Meine Freundin, meine Mutter, meine Tochter, was ist sie denn? Was? Oh, eine Persona? Nein. This is... What the fuck? Ah, Flagge versus Flagge oder was? Joker, let's move. Oh yeah. Oh, no, you don't. Viva la France! Verstehe schon. Sie hat jetzt die Macht, sozusagen, ja, die Flagge da reinzurammen und dann claimt sie das Gebiet für sich. Ah, da haben wir sie wieder. Lady Anne und Futaba. Tja, wir rocken ab. Das passiert gerade. Und jetzt küssen sie sich. Huch, Katze, hallo. Thank you. You made this possible. Einfach nur grinsend dastehen, Joker, sag doch mal was. Also wirklich. This banner shall drive our rebellion. It's time for action. The revolution is here. Tja. Krass, aber es gefällt mir zumindest, sag ich mal, dass man doch hier so eine kleine nette Story rausgeholt hat, ne? Where'd that flag come from? Tja. Wait, we'll come back to that. Panther! Oracle! Den geht's wieder gut. Aha, so geil. Oh, my head is pounding. Oh, good. Looks like that brought him back.
We'll start guessing later. Right now, we have to focus on escaping. Das kriegen wir hin. Wegrennen kommen wir sehr gut, oder? Right, I have no idea what's going on here, but I have to agree with the catfishy thing. Listen real well, alright? I am not a catfish! Sicher, Alter. Seekatzen-Ding ist aber auch schön. Oh, my apologies. I didn't realize I was mistaken. Das macht's nicht besser. Ja, es ist ja wirklich, das habe ich nicht böse gemeint. Ich meine, du sahst wirklich so aus. Ich dachte, ich habe mich jetzt hier nicht getäuscht, aber ich hab mich wirklich getäuscht. Also. An eel? I'm not an eel either. Aber es wird immer besser, ey. Okay, alles schon sehr, sehr weit hergeholt, aber ich find's lustig. Ah, yes, allow me. Ich stelle mir halt einfach irgendwie vor, so Persona 4 hatte Teddy, so als süßes Maskottchen. Jetzt haben wir hier Morgana, Persona 5 und Persona 6. Ist einfach so ein glitschiger, flutschiger Aal, den sich der Hauptcharakter um den Hals hängt, ne? Das wär's doch. Let's move out. I'll look after these two while they recover. Would you mind leading us back to the hideout? Ich? Mit meiner Orientierung? Na klar. Mach ich doch. Yes, let's get out of here. You lead the way. Mach ich doch, Digga. Hey, okay, I get it. Well? Irina hat einen einzigartigen Skill Freiheitsflagge erhalten. Einzigartige Skills, ne? Das sind besondere Skills, die je nach Gruppenmitglied variieren. Du kannst sie im Kampf einsetzen, sobald die Leiste für die Spannung voll ist. Die Spannungsleiste füllt sich, sobald du angreifst oder Schaden erleidest. Setzt du einen einzigartigen Skill ein, leert sich die Leiste vollständig. Sehr schön. Persona 7 ist ein Blobfisch. Lady Armin und Futaba are resting upstairs. They'll be awake soon enough. Aber bitte schön so ein, weißt du, so ein richtig schöner zusammengefallener Blobflösch, ne? Wo dann noch so dieses, der grüne Schleim am Mund hängt. Das ist wunderschön. Den setzt sich der Hauptcharakter da auf den Kopf, ne? Das ist dann Blobby, der blobbige Blobfisch. Next on our plate, we've got a lot of catching up to do. Ja, lass uns mit Politikern reden. Das macht auch bestimmt Spaß, ja. Let's start off with you. Alright, Toshiro. And for your own sake, I hope you don't turn out to be our enemy. Uh-huh. Hang on now. I understand you may be suspicious of me, but imagine how I feel. Mensch, warum redet der so leise? Die anderen Charaktere sind so laut und der ist so übelst leise irgendwie. Firstly, what is this place? And who are you people? No, wait. Why is there a cafe in a place like this? Ja, wenn er laut redet, geht's, aber manchmal ist er so ganz leise und dann ist er plötzlich laut so, ne? And why did you suddenly change appearances when you stepped inside? Das nennt man Kleiderwechsel. Maybe try just going with the flow here. This is far beyond the flow. Ist ja gut. In the past half hour alone, I've witnessed 10 incidents where the laws of physics were outright defied. No, actually, it's 11 if you count it. Oh, then there was... Chill doch mal. Ist doch alles gut. Sounds like a no. Ist doch alles gut. Du bist am Leben, wir sind am Leben, alles wunderbar. Let's see. This world is somehow separate from my own and controlled by a woman named Maria. Warum hat er nur einen Handschuh an? Das macht mich ein bisschen wahnsinnig irgendwie. Hat das einen Grund, hat er den verloren oder ist das einfach so sein Kleidungsstil? Ist es einfach so cool, nur einen Handschuh zu tragen? Das irgendwie triggert mich das ein bisschen. So you Phantom Thieves have teamed up with the Rebel Corps here to end her tyranny. Yeah, you got it. Make sense now? How the hell could I get that? I know. This has to be a dream. Perhaps some dystopian organization is experimenting on constructing bugs directly in people's brains. People's brains. So redet der. Was ist da los? We're not stuck in a dream or experiment. Okay. Time for you to answer our questions. Why did Marie have you locked up in her prison? Well, I actually have no idea. Hmm. Ja, toll. Don't give me that look. Okay, I know what you're all thinking. Ja. Du bist ein absoluter Nichtsnutz. Du kannst viel reden und es steckt nichts dahinter. Das denken wir. I'm telling the truth. I just woke up in this world, then those monsters locked me up. Ja, ja. Du bist aber wahrscheinlich der Bösewicht hinter allem. Gib's zu. But you remember your name and everything, right? Yes. Well, my name, I mean, other things I should remember seem to have escaped me. I know I'm a diet member,
and a few other details here and there. Ja, wird ja immer schlimmer. But there are these huge sections of my memory that are gone. It's rather unsettling, to say the least. So, was haben wir denn hier schon? Toshihiro Kasukabe, ein junger, aufstrebender Politiker, der als zukünftiger Premierminister gehandelt wird. Nachdem er in der Realität verschwand, fanden die Phantomdiebe ihn eingesperrt in Marius Burg. Da er einen Großteil seines Gedächtnisses verloren hat, weiß er nicht mehr, wie er in diese Welt kam. Also ist er für uns völlig unnütz, in jeder Hinsicht, und das war's. You heard him. What's your take? Ich glaube, ich bin immer skeptisch. Wenn es um Politiker geht, kann man nur skeptisch sein. Also. You read my mind. These politicians always have some angle going. Ja. Although, I guess there's no proof he's with Marie. We can't just toss him out on the street. Das sagst du immer so. Also, ich meine, machen wir doch nicht das Angebot, wenn wir es dann eh nicht machen, ne? That's right. So just get me out of here as soon as possible. I'm not so stupid as to ask the Phantom Thieves to place their trust in someone like myself. Ja, gut. Ich vertraue dir auch nicht, also. Hang on. You know we're the Phantom Thieves? Ja, ich meine, war das nicht offensichtlich irgendwie, also. After the mess you've made over the last year, how could I not? Especially your most recent fiasco. I remember that all too well. So, man muss jetzt überlegen bei der Winterpause. Was war das letzte Fiasko, was da passiert ist? Ja, das war doch eigentlich schon der sechste Palast, der da stattgefunden hat, ne? Also sechster Palast und dann Winter, sozusagen Winter war ja nochmal... Nee, sechster Palast war ganz am Ende, oder? Nee, eigentlich nicht. Es war vor dem sechsten Palast, nach dem fünften, weiß ich. Ich bin so dement, ich kann mir das gar nicht mehr merken, ja, das ist, naja. Wow, even Toshiro knows who you are? Maybe the Phantom Thieves really are a big deal. Auf jeden Fall sind wir, das muss definitiv nach dem sechsten Palast gewesen sein, nach dem fünften Palast gewesen sein. Better or worse, I'd have to agree. Breaking more laws than one can count. Sowing discord through all of society. Ja, ich meine, es müsste eigentlich, also eigentlich müsste das Spiel ja kurz vom Ende vom Hauptspiel eigentlich hier spielen, ne? Also, wenn ich mich recht erinnere. Na egal. But I have nothing but distaste for your style of mayhem. Tja. Also man verzeiht es mir, ne? Aber wenn man ein Spiel hat, das irgendwie 200 Stunden geht, dann ist klar, dass man da vielleicht nicht jedes Detail mehr im Kopf hat, ne? I can't believe you've been a gang of children this whole time. Du hast was gegen Jugendliche, hä? Ja, jetzt komm, ne? Wir werden mal so ein bisschen aggressiver jetzt hier. No! But regardless of the circumstances. Ja, also wirklich, ne? Denk dran, hier sind drei Jugendliche versus ein erwachsener Politiker, ne? Also wer wird da wohl gewinnen? Wir haben schließlich unser Blobfisch-Seekatzenwesen, was wir dir ins Gesicht schmeißen können. I cannot condone children engaging in illegal activities to rail against what they perceive as unjust authority figures. Der letzte Palast war Weihnachten, ja stimmt. Das Spiel müsste zwischen dem Timeskip nach Weihnachten und Februar spielen, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt oder sowas, ja, aber das müsste man da irgendwo reinpressen können, das stimmt schon. You sound like the exact kind of politician we go after. Apologies. Now is probably not the best time for this. Der macht sie auch nicht beliebt, ey, irgendwie, ich weiß nicht, also. I'm not sure how you'll react to this, but I'd like to make a proposition. Und da sollen wir dir schon glauben, oder da sollen wir Vertrauen in dich setzen. Ich weiß nicht, was ich von meiner eigenen Sache jetzt halten soll, die ich anbiete, aber ich will euch einen Vorschlag machen. Aha, ich sehe schon, du vertraust uns sehr, hm? You Phantom Thieves are cooperating with the Rebel Corps to find a way back to the real world. Okay, jetzt geht's wieder ja um Selbsterhalt, ne? Also ist wieder völlig egoistisch, was jetzt kommt. That means we share the same goal. How about you let me join you in exchange for my aid? Ja, was machst du denn? Du bist völlig unnütz. Du machst doch gar nichts. I don't really feel like arguing against it. What do you think, Arena? Ja, aber was macht er denn? Also. We've heard everything we need to hear. Now we just have to decide whether or not. Ja, ich glaub dem nicht. And I think I'm going to believe him. Ja, ihr seid sehr naiv, also ganz ehrlich. Oh, thank you. I greatly appreciate it. Das ist wahrscheinlich echt der Bösewicht, ich glaube das. Der wird die ganze Zeit uns so als Maulwurf in unsere Gruppe setzen und am Ende heißt es ja, hey, ich bin übrigens der Königreich Obermacker, ne? And if you wind up double crossing us, then we'll just deal with you the same way we'd handle any other traitor. Ja, wir, nein, sag's nicht. Quite the clever rebel, aren't you?
Let's make it official. Welcome to the Rebel Corps, Toshiro. Darf ich auch noch was sagen? Ich meine, gut, Torvis sagt ja eh nichts, also von da, wir nehmen es einfach schweigend hin. Happy to be aboard. My housekeeping skills should come in handy here. Toll. Oh, you were planning to just stick around here. Come on. I hope we can pull it off at least. Also ist er völlig unnütz. Ich mache mir langsam Sorgen. Same here. Well, best of luck to us. Meine berechtigterweise, ganz ehrlich. Also, wenn das sozusagen unsere Zukunft ist, dass unsere Teammitglieder so aussehen, sag ich mal, oder sich so verhalten, dann denke ich mir so, gut, naja, können wir es gleich lassen. Boah, ich mache eigentlich nichts, bleib nur hier und putze ein bisschen, toll. Sehr hilfreich für die Sache, ne? Setzt ja richtig ein hier, ne? Erstmal speichern. Ja, macht aber Spaß, gefällt mir. Also, ist ein tolles Spiel. Erstmal sprechen. Irinas Kraft. Wir wollen ja noch ein paar Dings ab hier absahnen. So, Irina. Red mit uns. Amazing. Die Revolution ist gekommen, Mann. Das war so cool, Irina. Ich wünschte, du hättest uns vorher von dieser Kraft erzählt. Dann wäre ich nicht annähernd so besorgt gewesen. Oh, du meinst das mit der Flagge? Hm. Ja, das hat mich auch überrascht. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass ich das konnte. Du hast uns gehört, das sah cool aus. Das sah wirklich cool aus. Das war schon sehr stylisch, ne? Also, das war wirklich sehr inspirierend. Sehr inspirierend. Ah. Absolut. Ohne diese Nummer wären wir alle erledigt gewesen. Naja, es ist nicht so, als hätte ich es bewusst versucht oder so. Aber ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ich weigere mich zu verlieren. Urplötzlich materialisierte sich die Flagge in meiner Hand und ich handelte wie von selbst. Was auch immer das bewirkt hat, es war ein Wagnis. Trotzdem hätten wir uns das nie erhofft. Dank euch sind Lady Anne und die anderen wieder bei Sinn. Als du deine Flagge gehisst hast, waren die Legionäre sowas von erledigt. Ich glaube, dass eure Flagge irgendwie in der Lage ist, Maries Macht außer Kraft zu setzen. Ha, an diesem Ort haben wir echt Hoffnung gefunden. Torfisch! Marie scheint eigene Flaggen zu benutzen, um die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit. Wahrscheinlich lernen sie auch noch andere Flaggentypen dann auswendig, ne? Vielleicht kann sie später auch Gegner kontrollieren, das wäre ziemlich cool. However. Wenn wir also ihre Flaggen zerstören und durch Irinas ersetzen, yes, right. Ja, dann werden die Leute, die unter ihrer Kontrolle standen, frei sein und eure Freunde auch. Auch eure Freunde. Bring mir bei, wie man das macht. Ich glaube, das geht nicht, das kann nur sie. Das ist ihre eigene... Weißt du, lass ihr doch mal ihre Freunde, aber ich sag's trotzdem. Hm. Ja, das würde ich, aber ich glaube, das kann man niemandem beibringen. Genau mein Gedanke. Offenbar kannst nur du die Kraft dieser Flagge einsetzen. Haben wir ja Glück, dass wir gerade diese Person getroffen haben, die diese Fähigkeit hat und die uns wohlgesonnen ist und uns mit zu den Rebellen aufnimmt. Hätte auch anders laufen können, ne? That's it. Ja, wenn das stimmt, könnt ihr das mit der Flagge mir überlassen. Das ist doch Teil unserer Abmachung, oder? Wenn Maries Flaggen für die Unterdrückung der Leute stehen, dann steht deine Flagge für die Befreiung, Irina. Ist doch das perfekte Symbol für dich. Hm. Ja, genau. Und ich verspreche, dieser Flagge gerecht zu werden und im Kampf alles zu geben, genau wie ihr. Listen. Wie auch immer, retten wir die anderen, damit wir herausfinden, wie wir zurück nach Hause kommen. Ah. Ja, Torf ist begeistert wie eh und je. Ja, klingt gut, bereiten wir uns auf den nächsten Einsatz vor. Gruppe 2 WP erhalten. Ich find's toll, dass wir einfach durchs Reden so viele Sachen bekommen. So. Vorbereitung. Gruppe. So, N haben wir noch nicht. Ausrüsten. Okay, das hat sich ja nicht verbessert. Skills. Guck mal, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben nur 11 Punkte, das ist natürlich nicht so viel. Mahaya könnten wir machen. Also Mahaya erlernen. Bewirkt leichten Schaden im mittleren Bereich. Regeneriert nach einem Großangriff wenige TP für alle Verbündete. Ist natürlich geil. Den Großangriff mache ich halt so oft. Ich glaube, das mache ich. Komm, das mache ich. Das könnte ich jetzt bei allen auswählen oder so. Ne? Fegt Ziele in Reichweite vor. Was ist das denn? Ach, das ist ein Basisskill. Aha, die passieren einfach, okay. Ja, weißt du was, das mache ich mal bei den anderen auch. Ich mache das einfach mal, komm. Habe ich jetzt aus jeder Kategorie mal was genommen. Das passt schon. Dann werden wir jetzt noch hier Versteck gucken. Wo mal im V-Room, ob es da was Neues gibt. Na, hallo? Ist hier jemand?
I deeply apologize. Ach, wie ich bereits erwähnte, ist der Velvet Room noch nicht ganz bereit für deine Ansprüche. Ja, Ansprüche, sieht doch schick aus hier. Mein Gott, dann ist halt das ein bisschen schmutzig und staubig. Die Macht der Persona wird zweifelsohne essentiell sein, um deine Lage zu beheben. However, leider scheint sich deine besondere Fähigkeit irgendwie verändert zu haben. Was ich damit sagen will, ist, du bist absolut nutzlos. Naja, es gibt allerdings keinen Grund zur Sorge. Ich werde diese Umstände berücksichtigen und die notwendigen Anpassungen für dich vornehmen. A moment, please. Wenn alles entsprechend vorbereitet ist, werde ich dir Bescheid geben. Bis dahin bitte ich jedoch um Geduld. Und wenn nicht, dann hau ich dir eine rein, okay? Also geh jetzt. Ich kann mal den Politiker da hinschicken. Der hat gesagt, er ist ein guter Hausmann, der kann ein bisschen mithelfen da. Also Bericht. Ja, im Berichtmenü kannst du Informationen zu Charakteren und wichtige Begriffe nachschlagen oder dir altes Material anhört. Also, Bild. Pictures, hm? Oh, schick. Ah ja. Ja, kommt noch einiges scheinbar. Oh, ja, kommt noch einiges. Huch. Ja. Okay. Bild und Film. It's memories of past events. Ich will mal gucken, was uns so erwartet. Also. Ja, wir haben noch ein paar Abenteuer vor uns. Möchte ja sein, dass wir noch eine gute Story erzählt wird. Aber es scheint überschaubar zu sein. Also ich denke mal wirklich, dass wir hier in 30, 40 Stunden durch sind, denke ich mal. Viel mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Please, take your time. Ausverkauf. Beppo. Ah, das war die... Ja, nee, ich werde erstmal Irina nehmen. Sure die braucht eine neue Waffe. Das ist jetzt wahrscheinlich wichtiger. Ja, erstmal Waffen vergleichen. Das war wieder das Gleiche hier. Weißt du was, wir können ihr mal wenigstens einer Person mal ein bisschen die stärkere Waffe geben mit einer kleineren Reichweite. Das passt schon. Dass wir wenigstens einmal das haben. So. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter. Ne? Also, ein bisschen Zeit haben wir noch, also können wir in die nächste Mission starten. Aber vorher speichern wir.